Ah. Okay. Ja, ja, und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Star Wars Jedi Survivor. Ich wollte gerade den Part anfangen, dann geht auf einmal Kelly in Kampfposition über und diese blöden Viecher kommen mir auf mich zu. Okay, keine Ahnung, da war nicht lustig. In der letzten Folge haben wir Kobo noch ein bisschen erkundet, Machtriss erledigt, Zeugs gemacht, Kopfgeldjäger gejagt. Sollte ich vielleicht mal irgendwie abgeben, ne? Und ich sollte vielleicht mal irgendwie das Kopfgeldding abgeben, ne? Aber habe ich jetzt nicht dran gedacht letztes Mal. Ich habe jetzt hier irgendwie so eine Höhle gefunden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier schon drin war. Ich war ja schon drin, okay. So, ich habe vollkommen verpeilt, hier einen neuen Kopfgeldauftrag hier anzunehmen, ne? Für den Fall hier, dass hier auf Kobo wieder einer ist, ne? Ich hoffe natürlich, ja. Weil dann, müsste ich nicht schon wieder den Planeten wechseln. Also ja. Mal mache ich, ob ich ohne Karte hier reinfinde, ja, ne? Brechen wir auf. Ich habe einige Sachen gefunden, die interessant aussehen. Da will ich als nächstes hin. Aber holen wir jetzt mal hier einen Kopfgeld ab, Auftrag ab. So, die Musik ist hier schon wieder ein bisschen nervig, weil die mir Kopierschutz macht und so, ne? Deswegen. Kann ich die abstellen? 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 Hier. Mach mal das. Stumm. Das Lied wird dir gefallen, Kumpel, das weiß ich. Also switcht die ganze Zeit hin und her, ne? So zart, dass du es zum Essen einladen willst. Ah, wo ist die eine schon wieder? Ja. Ich kann wahrscheinlich noch nichts eintauschen, weil ich nur einen hab. Ist das zurzeit nicht ohnehin ein gefährliches Pflaster für dich? Oh, ja. Lass uns nicht drüber reden. Gute Antwort. Also, eine Scharfschütze namens Get Mido sucht in einem Fleischverarbeitungsbetrieb nach dir. Muss ich auch noch nach Carson zurück für die extra? Aber die Führerin erledigt, sollte der Rest abhauen. Dann konzentrieren wir uns auf unser Ziel. Gut. Ich will nicht, dass dir was passiert. Es fängt gerade an, gut zu laufen, Kerl. Okay. So, da wird definitiv dann vertagt, ne? Weil ich jetzt hier auf Kobo gerade bin und jetzt keine Lust habe, extra nach Kosten zu gehen. Wird vertagt. Okay, ich habe hier einen Ort gefunden, wo mehrere Sachen von Interesse sind. Und zwar hier. Hier sind einige Dinger, wo ich rein kann. Deswegen gehen wir mal dahin. Ich weiß nicht, warum ich mir markiere. Ich sehe halt sowieso nicht hier auf der Karte. Weiß schon wieder nicht, ob ich hier richtig laufe. Durch, alles klar, immer geradeaus. Okay, ja, also das Spiel wird ein bisschen ungemütlich hier in letzter Zeit. Gegner werden immer stärker, Machtrisse werden immer schwieriger, Kopfgeldjäger werden wahrscheinlich auch jetzt immer schwieriger. Also ja, ich weiß nicht, ob es für mich echt möglich ist hier. Ja, da muss ich von der anderen Seite, ne? Ich weiß nicht, ob es für mich möglich ist, hier das Spiel irgendwie zu komplettieren auf 100%. Alles klar. Ja, ich kann auch springen mit den Dingern. Was so? Hab ich gesagt, du sollst absteigen? Okay, ich kann hier nicht. Warum nicht? Schon wieder einen neuen Samen entdeckt, ehrlich. Viele von den Dingern gibt es denn? Ich meine, da kann ich nachgucken, ne? Aber. Gott, was ist denn da schon wieder los? Bam. Au. Da ist noch ein Druide übrig, ich gehe auf den los. Dann gehe ich auf den los.
Okay. Es ist schön hier, oder? Wer bist du? Ich komme oft wegen der Aussicht drauf. Ich sehe den Grund. Es ist wunderschön. Pass bloß auf, wo du hintrittst. Ja, selbstverständlich. Was ist denn daran wunderschön? Wo er reinfällt, stirbst du. Nein, ich wollte kein. So, neuer Ort. Zeig mal, was wir hier so haben. Ne? Oh Gott. Oh Gott, die Musik. Hat sich so verändert. Okay. Ehrlich? Ey, Kollege. Lässt du mich da hoch? Wie unfair, ne? Kann ich einen Sim kriegen, Kumpel? Ich werd schon gehauen, bevor ich überhaupt da oben bin. Voll unfair. Sag doch, das Spiel wird ungemütlich in letzter Zeit. Bleibt, wo ihr seid. Ich habe übrigens letztens mal gezählt. Ah, vergiss es. Lauf! Oh nein, lauf! Wie man immer so die Panik in den Stimmen hört, ne? Nein, lauf! Das ist irgendwie so ein Running Gag hier in dem Spiel, ne? Also. Nein, lauf! Gradfalke. Oh, das sind neue. Das sind neue Designs für ein Lichtschwert. Gradfalke, ja natürlich habe ich da unten das Ding verpasst, weil ich nicht in diese Ecke reingehe. Zum gerade jemand abgeschossen? So. Okay. Also war ich nicht so mit der Synchro ist das manchmal hier so bei diesen Datenpads nicht so. Wie gesagt, erstmal ich irgendwie so gehört habe, so nein, lauf. Oh Gott. Das Ding hätte mich getötet, wenn es mich getroffen hätte. Gott. Das Viech. So, was ich gesagt habe. Ich habe gezählt, wie viele Punkte ich noch brauche, um alle Sachen zu lernen. Ne? Und mir fehlen noch 39 Punkte. Also ja, ich glaube, ich werde doch irgendwann mal... Ah, jetzt gehen wir auf voll neue Design hier. Also ja, ich glaube, wir müssen... Also ich werde wahrscheinlich... irgendwann mal so eine Grinding Session machen, so privat natürlich, weil ich sehr stark annehme, dass ich nicht alle Punkte noch bekommen werde, wenn ich hier weiter spiele. Muss wahrscheinlich so etwas extra Arbeit hier reinpacken, um alle Sachen hier zu bekommen. Und es ist jetzt nicht so, als würde mir das helfen. Ich glaube nicht, hier alle Sachen zu haben, wird mir im Endeffekt helfen. Oh, guck mal, der Griff sieht nicht schlecht aus. Okay. Nein. Oh mein Gott. War ehrlich? Dieses Spiel. Dieser Konter ist voll dämlich. Der ist zu langsam, um den irgendwie im Kampf einzusetzen, wenn du gerade angegriffen wirst. So, ja. Setz den Konter hier schnell ein, ne? Bevor du getroffen wirst, dann kannst du kontern, ne? Weil dafür ist der viel zu langsam, habe ich ja schon oft probiert. Und wenn du ihn zu früh aktivierst, dann greifen die Gegner dich nicht an, weil die wahrscheinlich dann halt wissen, so, oh, du konterst gerade, oder dann greife ich dich gerade nicht an. Ne? Das ist voll unfair. Ja, das Spiel weiß Bescheid. So,
So, irgendwo war ja noch was, wo ich reingehen kann. Da muss ich da auch hoch. So, irgendwas habe ich da unten anscheinend wieder verpasst, ne? Weil ich glaube, ich habe noch 5 von 6 Sammelobjekten. Was soll's? Wird alles vertagt, ne? Wenn ich irgendwas nicht auf Anhieb finde, ist egal. Wo ist er noch, als wir hier waren? Schon lange Zeit her, ne? Lass ich mal dahin. Nur zu weit nach links. Pass gut auf dich auf, ja? Oh. Hab ich gar nicht gesehen. Ich habe einfach nur auf gut Glück hier Natur zerstört. Sam, wir sollten sie zum Garten. Billy kann uns mehr über sie erzählen. Da ist noch einer, glaube ich. Nee. Habe ich gar nicht gesehen. Ich habe einfach nur Bock, die Natur zu zerstören, geil. So, irgendwas ist hier noch. Manchmal stecken die sich auch irgendwie so in so ein Gebüsch, ne? In so einem dicken Gebüsch mit anderen Sachen. So, wieder ein neues Gebiet hier. Oh, doppelte. Nein, das hätte ich nicht. Ich gebe niemals auf. Nicht heute. Okay. Eigentlich zuhören sollen, aber ich habe schon den Anführer erledigt. Was gibt es denn da noch so herauszufinden? Ne? Und dann auch hier, da kommt das sah voll aus. Oh Mann. Hey, was geht? Ich frage mich, ob das Blaster zurückschießen auch irgendwie schwieriger ist auf Jedi Großmeister. Ich weiß, das Paradefenster ist sehr viel kleiner. Deswegen ich auch nie schaffe, irgendwie eine Parade hier zu schaffen, ja, ne? Außer mal zufällig. Ich will so viele neue Orte zum Erkunden. Gott, viel zu hoch. Boah. Hui. Das war lustig. Oh, was ist denn da schon wieder am Warten? Oh Mann. Problem ist, wenn ich jetzt sterbe, weiß ich gar nicht, wie ich hier nochmal zurückkomme, ne? Alles klar. Cool Story, Bro. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, ich hätte da hochgehen müssen, aber warum, wenn ich hier auch einfach so... Natürlich finde ich jetzt im Weg nach oben. Okay. Ja, vielleicht ist ja noch was anderes hier oben. Nö. Okay. Aber ich muss auch das Gebiet da hier berühren, ne?
Was zum? Ach, das sind Druide. Okay, warum sind diese Viecher hier rumlaufen, während die Bedlam Raiders auch hier rumlaufen? Oh Mann. Oh, gefällt mir jetzt schon nicht. Ich dachte eigentlich, ich kann da irgendwie. Gib mir den Stoff, BD. Ah. Alter. Wollte ich selber mit einer eigenen Granate abwerfen. So, nein, danke. Ich habe die Macht, also benutze ich gefälligst auch die Macht. Hilf mir bitte. Ich habe mal dieses eine. Oh, guck mal hier. Genau, bin ich hier. Ja, komm, da ist ein Speicherding in der Nähe. Ich habe mal irgendwie, weiß nicht, diesen einen Bonus ausgerüstet, wo man irgendwie weniger Macht hat, aber die regeneriert sich. Da ist der Balken irgendwie nur so ein Drittel so. Der Balken ist dann aber irgendwie nur so ein Drittel so lang wie was ich jetzt habe. Aber oh, das ist eine Jedi-Kammer. Uns diese Meditationskammer ansehen, wenn wir wollen. Aber. Ja, in der Tat. Aber ich bin so weit gekommen. Zu viel Blut. Nur noch ein kleines Stück. So. Oh, ich habe da oben noch was verpasst. Wenn ich wieder rauskomme. Lass mal das hier. Ich habe mir gedacht, die Schwerkraft ist hier irgendwie nicht vorhanden. Weil ich irgendwie nicht so hoch springen kann. Euer Geist ist eure größte Waffe. Oh oh. Klinge und Schild gegen oh nein, ich muss hier kämpfen, ne? Die Macht wandert durch eure Gedanken in euer. Muss ich mal kurz meine Knarre ziehen, wenn ich die Macht behalte. Oh Gott. Hallöchen, na. Nein. Aua. Oh, ich hab daneben gehauen. Ja, ein Stück. Ja, ich weiß, dass du danach so eine Drehung machst. Oh. Ja, du Stück. Was soll ich sagen? Was ist das? Was war da bitte schön für eine Jedi-Prüfung? Wäre wie lustig gewesen, wenn ich hier reingekommen bin und ich hätte die einfach erschossen. Nutze deine Macht, Jedi. Da komme ich einfach rein. Boah, ich finde halt immer noch kacke, da hatte ich nicht diesen einen Boss hier mit der Knarre abgeschossen habe. Hier diesen Rick, den Türsteher oder was auch immer. Türtechniker. Wäre so witzig gewesen, wenn ich da einfach
Wenn er einfach diesen ganz langen Gang hier irgendwie auf mich zugekommen wäre. So, ja, ich mach dich fertig und ich mache einfach schieß den Feuer ins Gesicht. So, krieg wieder einen coolen Bonus. So, ich brauche mal irgendeinen so Game Changer Bonus. Ha, Neckigkeit. So, die kann man auch irgendwie hier nachgucken, oder? Hartnäckigkeit. Während den Einsatz von verlangsam regeneriert ausgeschalteten Gegner eine geringe Menge Leben. Ist auch nicht so eine Situation, die jetzt hier sehr. So, was habe ich denn hier schon wieder verpassen? Datenbank. Wir müssen hier scannen. Aber wo, oh, da. Okay. Die Kammern sind einzigartig. Ich wollte jetzt eigentlich nur so zwei, drei Sachen einsammeln, ne? Interessant. Lasst uns nach einem Weg suchen, wie wir eure Arbeit irgendwie erleichtern können. Und dann irgendwie weiter nicht zum nächsten Ding. Sie arbeiteten zusammen. An so eine Zeit kann ich mich kaum erinnern. Hand in Hand. So, jetzt muss ich irgendwie neu eine Truhe finden. Oh ja, ich finde hier irgendwie die ganze Zeit so neue Orte, die alle miteinander verbunden sind. Also tue ich natürlich hier noch alles mögliche abklappern. Muss ich ja gar nicht schneiden. Aber ich glaube, ich weiß, wo die Truhe ist. Dieser eine Punkt, wo ich nicht runtergesprungen bin, ne? Wo der Druide war. Ja. Ne, doch. Ist er noch da? Ja. Ja, ich bin ein Jedi. Unebene Gummis. Man kann sich auch irgendwie so ein hölzernes Lichtschwert machen, ne? Da habe ich auch irgendwie mit dem Gedanken gespielt. Was ja so Holzlackierungen. Da wäre nämlich auch nicht schlecht, ne? So ein Holzschwert, so ein Holz Lichtschwert. Ne? Nein, nicht hier. Muss der Ausgang hier. Boah, jetzt muss ich das Ding wieder hochpacken. Ist halt doch einfach oben, Mann. Wir müssen dann immer wieder runtergehen. Ich mach nicht irgendwie so damit machen, um irgendwie, weil ich das so festzuhaken oder so. Ah! Sonnenlicht! Okay. Ja, aber noch hier. Oh ja, guck mal hier. Haben wir hier schon alles? Ja, ich wäre ein bisschen aufgeregt, wenn da oben und die ganzen Druiden sind, die ich noch irgendwas verpasst habe. So, lass mal irgendwas lernen. Ich glaube, meine Macht kann ich so fast hier komplett hochleveln, ne? Weißt du was? Nehmen wir das mal. Vielleicht bringt es das ja. Aber Kreis gedrückt halten. Ich glaube zwar nicht, dass das bringen wird. Außerdem benutzt das Macht. Das ist schon. Das macht es schon wieder so ein bisschen lahm irgendwie. Wenn man mal konzentriert parieren. Ich hatte ja auch so oft einsetzen, ne? So. Ich habe jetzt 3 Punkte, noch 36 Punkte, die wir ausgeben können. Okay. So, dann weiß ich nicht. Mache ich vielleicht einen Schnitt und dann sehe ich euch, wenn ich irgendwie was. Oder sehe ich vielleicht hier was auf Anhieb schon direkt. Hier habe ich schon eine Menge Sachen gefunden, genau. Komme ich da ein? Kann ich da irgendwie schnell hinkommen, so per Dingens? Nö. Okay, da oben ist auch noch was.
Na, nicht dass ich. Da müssen wir. Oh, ich dachte, du wärst ein Sturmtruppler. Ich kenne mich auch. Warte. Ich will die ganze Zeit so ein böses Pferdchen hier rufen. Alter. Alter. So, mein Gott. Ja, die kommen auf mich los, ehrlich. Du musst das Spiel schon wieder so am Laggen. Boah, warum ist das Spiel jetzt gerade so am Laggen? Boah. Wie kommt es eigentlich, dass die immer ihre Angriffe eher rauskriegen als ich? Nur ein Jedi, ich benutze die Macht. Oh, jetzt bin ich auch noch nass. Na, wo ist das Pferdchen? Boah, das Spiel mache ich gerade fertig, ne? Na, können wir mal aufhören zu längen, bitte? Ah, wo ist mein Pferdchen? Hallo? Alter. Ah, ich sehe euch dann, wenn ich da bin. Okay, wir sind hier. Hier ist irgendwie was, ne? Hier waren ein paar neue Samen, die habe ich auch eingesammelt, ne? Ich habe den Namen vergessen, interessiert mich auch nicht. Und ja, irgendwie muss ich jetzt gucken, wie ich da hochkomme. Und zwar da. Jetzt sind ja natürlich so 5 Stück von den Vieh. Da muss ich, glaube ich, hoch. Ja, fast. Wo bist du hin? Ungefähr wieder zurück. Mein Gott, einmal kurz abgestiegen. Alles klar. Macht das Viech direkt ab. Verschämtheit. Nochmal habe ich die Truhe schon gesehen. Ja, haha, ich wusste es. Aldrahmblau. Hm. Like diese Dinger, die sehe ich überall. Das Zeichen kenne ich irgendwie. Da war irgendwie so ein Power-Up. In einem älteren Star Wars Spiel. Star Wars Demolition. Irgendwie so ein Upgrade war das. Also immer so Zeichen, die du einsammeln konntest, glaube ich. So, warte mal hier. Ah, der Wanderer. Oh, der Wanderer. Oh. So, da war aber noch nicht alles, glaube ich. So, hier wollte ich ursprünglich, glaube ich, hin, ne? So, oder ist auch noch was. Also ja. So, sobald ich aber diese Samen hier irgendwie, diese Samenschatzkarte bekomme, die ich nehme mal an, sehr wahrscheinlich ist, dass die existiert, dann ja, werde ich höchstwahrscheinlich die Samen alle auf Screen einsammeln. Weil stelle ich mir sehr nervig vor. Die ganze Gegend zu rennen und hier Pflanzen zu töten, ne? Ich hätte irgendwelche Pflanzen, die paar hier noch Herzinfarkt kriegen. Okay. Okay, warum habe ich die jetzt erst bekommen? Diese Samen wären perfekt für den Garten. Also wenn die Pflanzen wenigstens tot bleiben würden, ne? Müsste das, glaube ich, ein bisschen einfacher machen. So, irgendwo da ist das. Oh, Hallöchen. Danke. Oh, neues Zeugs. Zum Sammeln und zum Spielen und Schokolade. So. Da können wir irgendwie so ein Ding aktivieren. Das ist jetzt nicht dieser exakt dort, wo ich eigentlich hin wollte, aber ich muss wahrscheinlich das Ding fliegen, ne? Ohne zu sterben. So, keine schöne Sache, sozusagen. So. Guck mal da.
ist platziert. Zurück! Wie bitte? Nichts? Hast du nicht gesagt, das ist gutes Thermit? Haben die versucht, die Tür da zu öffnen oder was? Idioten. Haben wir hier. Jäger. Ja, also alles noch Materialien. Muss ich meinen Poncho hier ablegen? Oh. Irgendwas hier drunter, so. Oder nicht. Lass die Muckis mal ein bisschen spielen. Okay, so, hier wollte ich sowieso hin. Von daher nicht schlecht. Da oben, glaube ich. Au. Au. Wer ist hier? Oh mein Gott. Ach, komm her. Boom. Ja, ich bin genau. Oh, ich habe die noch nie gescannt. Kann schwören. Und was hast du gefunden? Oder letztens schon einer, ich habe mich schon gewundert, warum ich den nicht untersuchen konnte. Habe ich ja noch nie gefunden. Da. Ich glaube nicht, dass ich von da aus. Ich glaube nicht, dass ich von hier aus da irgendwie hinkomme. Aber warte mal. Ich hatte es vergessen. Oh. Da kommt sogar vielleicht zu mir hin. So. Meins. Bis aber das ironisch ist. Ich tue diese ganzen Sachen sammeln und man könnte meinen, wenn ich genug von denen habe, dass warte mal, jetzt. Er sagt mir auch hier. Okay, was ist mit den mit diesen Elektro-Dingern? Jetzt spiele ich hier so ein bisschen im offenen Arm mit den Dingern, habe ich so ein Gefühl. So, ja, hier aktiviert das Elektro-Ding. Hier ist gar keins. Spiele nämlich so ein bisschen auf die Hucke. Sagen wir, da so ein Elektro-Ding ist nichts. Mein Pferdchen kommt auch nie, wenn ich es brauche. Hi. Das sah sehr merkwürdig aus. Na gut, dann machen wir irgendwas anderes. Ich glaube, da müssen wir irgendwie rum, ne? Ich glaube, da können wir so rein. Machen wir das. Hatte ich das schon aktiviert? Glaub nicht. Ja, aber gut, dass die Gegner sich auch irgendwie kloppen. So. Und nun, oder? Na, warte mal, ist ja noch irgendwas. Sieht mir so leer aus. Na, was ist das hier schon wieder?
Also angeblich so ein Elektroding sein, ne? Aber Spiel denkt sich so, ne. Mehr Priorit. Wie viel kriegen wir wohl bei Doma dafür? Ja, das ist genau die Sache, ne? Ich tue diese Dinger ja alle sammeln, ne? Weil warum nicht, ne? Aber die Sachen, die wir dafür bekommen, sind eigentlich voller Müll. Echt knapp. Also wenn du wenigstens irgendwie ein bisschen mehr belohnt werden würdest, ne? So im Sinne von, oh, wenn du voll viele von denen sammelst, dann kriegst du ja so ein Bonus, der voll stark ist und so, ne? Aber ist nie der Fall. Na, ist ja schon wieder. Ja, guck mal. Ist er von der anderen Seite? Ja, wen komme ich denn da rein? Hier ist noch so ein Weg. Komme ich denn da hin? What? What? Hier. Vegetations- und Ausrichtungskontrollzentrum. Hier habe ich das bitte schon nicht gefunden. Na, lag was. Ah ne, das ist wieder so ein Viech. Ich habe ein Droiden-Upgrade verpasst, der direkt vor mir war. Da kann nicht sein. Muss ein Irrtum vorlegen. It's outrageous. It's not fair. Ach, ich habe die Dings hier damit geöffnet. Nein, bleib gefasst hier. Ich brauche dich noch. Hier sind ATSTs. Oh Mann. Oh, guck mal, jetzt auch noch was. Lass mal da reingehen. Ah, pass auf dich auf, Kleiner. Du schaffst das schon, ne? Nein! Mein Gott. Boah, ich habe sogar die Reichweite richtig abgeschätzt. Ja, Reiner. Zu machen. Was zum? Was ist denn jetzt schon wieder passiert, Mann? Boah. Boah. Aber am Boss ist drin, ey. Boah, ich habe gedacht, ich wäre jetzt hier voll clever, mach die Tür zu, ne, damit die mich jetzt hier nicht abknallen, wenn ich mich da. Boah, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Na, kommt so weit. Dieses Spiel, ne? Kochender Fels. Alter. Ah, lass ich mal einen anderen Kampfstil. Ich hab so Quer, da werde ich brauchen. Ja. So, jetzt mal erst wieder finden, ne? Kochender Fels. Ich glaube nicht, dass er so weit unten ist. Okay. So, da oben ist auch noch was, aber ne, jetzt nicht. Vor mir ist noch irgendwie was. Wo? Hier. Kann man hochklettern? Ne. Ich kann kein Links rufen. Da steht doch einer. Da, dieses Spiel, ne? Das macht mich fertig gerade. Ich fühle mich gerade, als wäre ich so irgendwie am Boden und das Spiel tritt immer noch weiter ein. So. Eins. Mal sehen, ob Doma daran Interesse hat. Ja, da kann ich mir wieder einen neuen Bart kaufen. Ne? Der war übrigens gut, ne, dass ich hier so
für das Ding gelandet bin, ne? Mir ist übrigens auch nie aufgefallen, aber dieser Lucra Hulk, den kann man auch schon sehen hier von hier irgendwo. Oder ist er ATC? Hm. Ja. Okay, whoop. What? 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 Da kommt jemand auf mich zu. So, danke. Dann konnte ich mir jetzt hier schon mal nicht. So, machen wir euch erstmal hier fertig. Mit dem, wenn ich auf den Nerven geht gleich, wenn ich gegen den Boss kämpfe. Den Angriff noch durch. Also ich tue sofort vier Klicken. Ich habe schon vier gedrückt, bevor er schon in meiner Nähe ist, ne? Ja, ich wollte schon sagen, jetzt zu blöd gefällt. Ja, voll unfair. Jetzt kann ich mich ja schon klettern. Hi. Okay. Kann ich den von hier aus treffen? Aber das funktioniert. Ja, oh, ihr trifft mich von hier aus. Dann treffe ich euch auch von hier aus. Von meiner Perspektive macht das sogar Sinn, weil ich ein Lichtschwert habe, ne? Ich krieg die Macht hier die ganze Zeit zurück, wenn ich hier. Dafür respawn immer wieder. Okay, das ist irgendwie unfair. Das ist einfach ein unbesiegbarer Schild, ist das hier. So tut man normalerweise Druidikas in anderen Spielen ja. Kein gewöhnlicher Druidiker. Wie viele Gegner hier waren. Weil normalerweise in anderen Star Wars Spielen mit den Druidika bekämpft dann die einzige Möglichkeit, die meistens zu besiegen. Also ich ehrlich gesagt denke ich jetzt hier gerade nur an Jedi Power Battle. Die einzige Möglichkeit, die da zu besiegen ist, du reflektierst einfach deren Schüsse die ganze Zeit und dann irgendwann geht deren Schild kaputt, weil du die Schüsse die ganze Zeit darauf reflektierst und dann kannst du die angreifen. Deswegen ist das, deswegen finde ich das hier irgendwie nicht so fair, weil wenn er hier die Schüsse auf die zurückballerst, dann macht das gar nichts anscheinend. Muss sie sogar im Nahkampf angreifen. Soll halt irgendwie der Sinn von den Schilden sein? Ich dachte mal, rückblickend betrachtet macht das sogar Sinn, ne? Die haben die Schilde, damit sie halt nicht von Blasterschüssen hier getroffen werden und kaputt gehen, ne? Aber da wäre auch irgendwie komisch. Das heißt ja, die wird irgendwie spezifisch irgendwie für Jedis irgendwie gemacht, ne? Um Jedi zu, aber wohl gibt ja noch andere Leute, die Blaster benutzen. Ich habe jetzt irgendwie nur gedacht, so wenn Schüsse zurückreflektiert werden, aber Gegner können die auch so abschießen, ohne die zurück zu reflektieren.
Also ja, so, jetzt werden wir hier eingehen. Mal einen großen Bogen um den AT-ST. Boom. Ich habe mal gegen einen Aufzug gekämpft. Die Erfahrungspunkte sind es noch nicht mal wert. Irgendwie kaum Erfahrungspunkte gegeben, als ich mal auf Jedi gegen einen von denen gekämpft habe. So. Noch ein Klumpen. Ah, Druiden gegen Battle Raiders, ne, Imperium. Ah, das ist auch mal ein cooles Bild, ne? Imperium gegen Druiden. Nein, jetzt bin ich. Hey, mein Freund. Oh mein Gott, geh doch mal weg. Was? Wertlos. Nicht autorisierter Abgabe. Seid irgendwie andere, ne? Ihr seht ein bisschen heller aus. Boah, ich meine jetzt nicht so vom so heller, so im Sinne von seid irgendwie klüger oder so. Habe mich jemand auf Discord angeschrieben. Weil da sind ja zwei Gegner, ne? Man könnte meinen, ich müsste eigentlich hier gar keine Probleme gegen die haben mittlerweile. Soweit wie ich im Spiel schon voran bin, ne? Aber boah. Weil da habe ich einmal diesen Angriff eingesetzt. Nein, da kommt der AT-ST. Da habe ich einmal diesen Darth Maul Angriff eingesetzt hier, ne? Ja, du blöst mich bis genau natürlich genau da jetzt, ne? So, ich bin mir nicht sicher, ob wir da überhaupt hoch können. Ach, da oben kann ich mich. Ich hab's nicht gesehen, okay. Da war ich ja schon mal irgendwo. Guck mal, was wir hier haben. War ich da schon drinne? Ich glaube nicht. Ich glaube, da war ich noch nicht drinne. Cool. Ja, da ist halt die Sache, ne? Du lernst hier. Du hast hier all diese coolen Moves, ne? Aber die umzusetzen so im Kampf, wenn du irgendwie ja mit 2-3 Schlägen schon weg bist, ist irgendwie nicht gerade sehr easy, ne? Ich würde gerne irgendwie alle meine coolen Angriffe und so einsetzen, ne? Aber wenn ich ja gegen 2-3 Gegner kämpfe, die mich alle irgendwie one-shotten können, dann habe ich irgendwie noch Zeit daran zu denken, irgendwie normal anzugreifen. Dann kann ich nicht nur irgendwie so denken, so, oh, ich bin gerade umzingelt, mach mal den Angriff. Oh, ich bin. Der Gegner hat mich gerade gekontert. Boom, mach mal den Angriff. Ich kann nicht so schnell denken. Bei so einem Schwierigkeitsgrad. Die Macht lehrt uns, dass die Eindrücke unserer Augen und unserer Hände nicht immer die Wahrheit der Welt abbilden. Die Welt fügt sich dem Willen der Macht. Also fügt sie sich auch euch. Okay. Kann jedoch aktivieren, oder? Die sind grün. Eigentlich da irgendwo anders hingehen, aber das funktioniert auch. Hm.
Ein Echo wahrnehmen. Vorsicht. Hä? So habe ich nicht mehr trainiert, seit ich ein Padawan war. Ich dachte, ich war das. Ah. Hm. Ah, nein. Muss ich hier machen. Oh. Erstmal diese alten Jedi-Dinger ja kaputt machen. Ich muss da definitiv hoch, ne? Ah, nun. Da lang. Ich geh da lang. Fast geschafft. Oh, ihr müsst stark sein für die kommende Aufgabe. Ich finde gut, dass die Jedis immer so beschrieben werden, so als stoischer Jedi, geduldiger Jedi. Dummer Jedi. So. Schon sagen, wenn das halt schon gewesen wäre. Ich glaube nicht, dass ich das darüber schaffe. Nein, also fast. Hm. Oh, ich habe, glaube ich, eine Idee. Kann ich dich zurückziehen danach, ja, ne? Mal ein bisschen schneller. Oh, okay. Steh schon, ich verstehe schon. Mal kurz mal testen. Oh, cool. Ich komme da gar nicht mehr dran. Ach, da ist, das bringt schon mal meine ganze Strategie hier durcheinander. Wenn hier noch. Ich habe geplant, das Ding dahin zu packen und dann das andere Ding dahin zu packen, damit ich dann hier so eine Plattform habe. Aber ich komme ja auch so hier rüber. Boah. Und nun? Ich nehme an, dich kann ich nicht bewegen, ne? Nicht mehr. Die anderen Dinger sind aber auch grün. Das ist ein bisschen verwirrend. Ach, guck mal hier. Okay. War schon. War jetzt nicht so schwierig. Fand ich. Boah. Oh. Gemeinschaft. Was ist das? Dem für Karl bereit. Sims werden erst auf Maximum Auge für, wenn Kell sich ausruht. BD1 hält einen zusätzlichen Stim für Kell bereit. Das klingt nicht schlecht, ne? Stims werden erst auf Maximum aufgefüllt, wenn sich Kell ausruht. Wenn jedoch sowieso. Ist genauso wie mit hier diesen. Wie diesen Zocker-Dingern hier. Verstehe ich auch nicht. Du kannst erst wiederbelebt werden, wenn du irgendwie, du kannst dich nicht mehr wiederbeleben oder irgendwie sowas. Läuft das irgendwie anders ab auf anderen Schwierigkeitsgraden, dass du da irgendwie bald nicht. Das Ding braucht dich nicht. Ich habe das Gefühl, man hätte ja viel früher reingehen sollen, ne? Also ja, ich verstehe halt irgendwie nicht so. Ja, du kannst dich erst wiederbeleben, wenn du irgendwie bald nicht.
drauf gehst oder so, keine Ahnung, irgendwie so was war das. Aber war schon vorher so. Lass uns das See zeigen. Okay. Ach so, boah. Boah, das ist wie dieses eine Ding hier aus dem ersten Teil. Seine Klippe, die ich versucht habe hochzurennen. Wo ich das noch nicht hätte schaffen dürfen damals. Meine Zocker war irgendwie so, du kannst dich nicht mehr wiederbeleben oder irgendwie sowas, ne? Du kannst dich nicht wiederbeleben, wenn irgendwie weit nicht. Du stirbst, was irgendwie komisch ist, weil das ist doch sowieso der Fall. Ja, vielleicht funktionieren die anders auf andere Schwierigkeitsgrade, ne? Haha. Einzigartige Nichtmetalle und damit haben wir alles hier drin. Cool. Aber jetzt sind 4 Bonus-Slots, die ich dann. Ja, ich nehme an, irgendwann nehme ich den Erfahrungsbonus hier raus, ne? Vielleicht soll ich den jetzt schon rausnehmen, ne? Weil wenn ich sowieso irgendwann diesen einen Dings mache, ne, mit diesen diese Grind Session irgendwann, einfach nur weil, warum nicht, dann sollte ich definitiv mal darüber überlegen, das schon mal rauszunehmen. Und spätestens wenn ich alle Sachen habe, werde ich das natürlich nicht mehr brauchen, ne? So, irgendwo ist da was. Ja, die 5 Meter kann ich natürlich nicht runterfallen, das heißt, ich muss hier wieder so einen Vogel nehmen, ne? Weiß nicht, war das hier? Ja, war das, ne? Dann ist irgendwas hier, cool. Spiel sagt mir, ich komme darüber, lass mich mal kurz heilen. Spiel sagt mir, ich kann darüber. Ja, kann ich. Sah auf den ersten Blick irgendwie nicht so aus, aber okay. Was hast du schon wieder gefunden? Warnschild. Nee, bleib draußen. Drin Gefahr. Keine Priorität. Ich glaube, da drin gibt es Priorität. Boah. Ja, ich wusste es. Kämpfe mich. Au! Oh. Also. In den Hintern, in den Hintern, in den Hintern. Ja, warum sollten die auch aufeinander losgehen, ne? Sehen wir nicht beide von denen? Ja, dann gehen die beide auf den. Versuche gerade zu überlegen, was hier nerviger ist von den Viechern. Das ist auch blöde Yetis schwieriger, ne? Kann ich mir mal sagen, warum er direkt auf mich losgeht, nachdem er wieder zur Besinnung kommt? Ich bin in der Animation, du kannst mir nichts. Muss schon sagen. Warte mal, ist dann. Boah, ich war jetzt gerade voll darauf vorbereitet, auf einen roten Angriff, ne? Und noch eine Animation. So, und damit hat Kell wieder
ein bisschen was von der Tierwelt hier getötet. Und wir kassieren jetzt da Teil ein. Was wahrscheinlich wieder ein Fertigkeitspunkt ist, ne? Ja. Fähigkeitspunkt. Ich weiß nicht, warum ich immer Fertigkeitspunkt sage. Okay. So. Na, jetzt immer noch voll viel. Unter mir ist irgendwas. Gehen wir mal zum Garten zurück. Scheint ja relativ schnell zu gehen, so mit dem. Oh, guck mal da. Was hat der? Nee. Er scheint ja so relativ schnell zu gehen mit dem. Mit dem Wachsen, ne? Klingt, als wäre da unten ziemlich viel los. Okay, aber hätte ich von da aus dahin gehen sollen? Oder eigentlich nach rechts springen, aber okay. So, irgendwo hatte ich ein Droiden-Upgrade verpasst. Irgendwo in der Nähe, wo war das? Würde ich gerne. Irgendwo war ein Speicherpunkt und ich habe irgendwie ein Droiden-Upgrade direkt daneben nicht aufgesammelt. Irgendwie stand da was gerade. Wo war das? Da muss ich das wieder finden, ne? irgendwo hier in der Nähe. Glaube ich. Mal warten jetzt schon wieder. Ah. Ich könnte schon, ich habe da gerade was gesehen, da würde ich noch gerne einsammeln. Bevor wir weitermachen. Wow, wo ist denn das jetzt schon wieder? So, ich habe es gefunden und alles, was ich machen musste, ist einfach nur kurz in meinen Part hier reinzuschauen. Und irgendwie habe ich hier irgendwie was nicht eingesammelt. Irgendwie ist hier aber nichts. Mhm. Na, du willst mir also sagen, ich bin jetzt hier umsonst reingerannt. Da muss ich erst was da drin machen, weil da drin ist ja auch noch was irgendwie, ne? Da gab es ja irgendwie so einen Raum, wo ich noch nicht hin kann, ne? So. Wie habe ich das hier bitte schon nicht gefunden? Ich war ja schon mal. Das ist also euer Königreich. Ich arbeite mit vielen begabten Wissenschaftlern. Niemand ist so talentiert wie ihr, Santari. Niemand ist so talentiert wie ihr. Vielleicht bringt ihr mir das dringend erforderliche Glück. Kann ich jetzt irgendwas hier machen? Ah, muss ich das hier abtimen? Oh Gott, okay. Ja. Irgendwie kann ich da nichts machen, ne? Also kann ich jetzt hier überhaupt machen oder nicht? Cool. Also ja, hier kann ich irgendwie nichts machen. Ich nehme an, ich muss irgendwie was machen hier so zwei Dinger finden. Ich habe irgendwie zwei Dinger gefunden oder irgendwie sowas. So irgendwie kann ich mir halt so vorstellen. Hier kann ich auch nichts machen. Also das Spiel hat mich eiskalt hier angelogen. Okay. So, kaufen wir mal neue Fähigkeiten. Was haben wir ja noch so?
Wir haben noch gar nicht dieses Präzisionsausweichen benutzt, ne? So, das ist das einzige Machtding, was mir noch fehlt, ne? Ach, das ist das, wo ich die Gegner an mich heranziehen kann und dann kann ich die zum Schießen bringen, ne? Also, ob ich an sowas denke, ne? Das sind so Sachen, die werd, an daran werde ich nie denken. So, nimm das. Blödig. Ja, einfach zweimal mein Schwert werfen. Gut, dann gehen wir noch mal kurz zum wow, was war da gerade? Sah so komisch aus. Gehen wir mal kurz zum Salon. Nein, dann komme ich da unten aus. Lass mich da bei der Mantis. Also ja, da bin ich vollkommen umsonst hingegangen. Cool, ich habe ein Echo gefunden, ne? Aber ja, ich habe so das Gefühl, zwei von diesen Dingern sind angehalten. Ich denke mal, ich muss irgendwie so zwei Sachen irgendwie erledigen. Eine Sache noch erledigen hier irgendwo in der Welt auf Kobo. Und dann tut sich da irgendwie was. Könnte ich mir jetzt so vorstellen. Unser Garten stößt bald an seine Grenzen, Kumpel. Ah, ich hatte gehofft, du würdest Samen wie diese finden. Sehe sie hier aus, dann sage ich dir, was ich erfahren habe. Hast du zu Hause Familie, Pili? Sie haben die imperiale Besetzung nicht überlebt. Ja. Bob. Das tut mir sehr leid. Danke. Meine Eltern und Geschwister waren ruhig mit ihren Worten, aber trotzig in ihren Taten. Wie du. Wenn du das sagst, jetzt habe ich nur meine Pflanzen. Auf ihre eigene Art. Ja, wenn du meinst. Alles gefallen. Ranken wachsen unter widrigsten Umständen. Wurzeln durchstoßen den dicksten Ferrobeton. So werden wir das Imperium besiegen. Mit Pflanzen. Zeit, Zeit, Zeit. Gibt es eine Pflanze, die du nicht großziehen kannst? Ich habe mal eine seltene Unterart, eine Poliablüte gefunden. Ziemlich stur. Das scheint dich immer noch zu frustrieren. Nein, natürlich nicht. Naja, schon. Sie geht mir nicht aus dem Kopf, vermute ich. Dann finde ich mal eine irgendwann. Wo ich sie einpflanzte, in welcher Erde. Sie wuchs einfach nicht. Als wäre sie voller Trotz, wie ein störrisches Kind. Dann stellte sich heraus, dass diese Unterart von Poliablüte nur in der Wildnis gedeiht. Sie will einfach von alleine wachsen. Ganz recht. Du denkst wie ein wahrer Botaniker. Oh, hallo. Okay. So, habe ich noch so ein Ding bekommen jetzt? Ne, das Ding ist immer noch blockiert. Ja, wenn ich wüsste, welcher davon neu ist, ne? Ja, das ist ein bisschen verwirrend gemacht, ganz ehrlich. Das ist neu. Pili hat bestimmt mehr Informationen. Ist es das? Ich weiß es nicht. Das ist die Stelle. Und ja, natürlich alle. Wir haben ausgedehnt. Das wäre ein guter Platz hierfür. Hm. Oh, ich weiß noch nicht, was hier alles alt und neu ist. Vielleicht setze ich mich irgendwann so hin und tu die alle so, weiß nicht. Nein. Oh, keine Ahnung. Hm. Ein bisschen verwirrend irgendwie. Weil ich keine Ahnung habe, was ich schon eingepflanzt habe, was nicht. Okay, das ist wirklich beeindruckend. Hm. Gib mir das mal. Ich habe das Gefühl, da ist irgendwie was. Das ist auch ein Droiden-Upgrade, oder? Ja, ich glaube, das stand da. Egal, aber das war's für heute, ne? Ich fand, das war schon ein sehr langer Part. Und ja, gucken wir mal. Wie es weitergeht, ne? Ich werde, weiß nicht, eigentlich werde ich nicht offscreen irgendwas machen. Aber okay. Ich würde dann sagen, wir gehen und ich glaube, beim nächsten Mal werde ich versuchen, mal auf Coruscant hier diesen Kopfgeldjäger hier zu finden. Kopfgeldjagd zu finden, nicht Kopfgeldjäger. Ich bin der Kopfgeldjäger. So.
Wird wahrscheinlich voll nervig sein, aber was soll's, ne? Wenn wir schon finden, irgendwie, ne? Ja, die Dinger kann ich eintauschen noch. Was soll's, brauche ich gerade nicht, ne? Na gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, indem wir gesammelt und gejagt haben, ne? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo es weitergeht mit dem Sammeln und Jagen, glaube ich, ne? Also, ciao.